Hallo, hier ist Rolf von Tesla Owners US und wir sind heute nochmal unterwegs nach Tesla zum Service Center. Und zwar, da ist immer noch das Problem mit meiner Luftfederung. Wir haben schon fast alle Teile ausgetauscht, bis auf eins, und hoffe, dass das es nicht ist. Dann lasse ich nochmal messen von Tesla, mal sehen, ob die darauf kommen, ob die davon Ahnung haben. Hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future. Was wollen wir da erreichen bei Tesla? Ja, die sollen das nochmal durchmessen. Ich glaube, da gibt es Sensoren. Das ist beim Audi ähnlich. Und die haben ja auch viele Bauteile. Das hat mir neulich jemand noch ein User geschrieben. Da gibt es viele Bauteile, vor allen Dingen der Solenoid, also der Magnetschalter. Der ist gleich wie beim Audi. Das sind alles die gleichen Teile. Werden alle in China produziert, werden bloß an uns teuer verkauft. Und da gibt es noch eine Steuerungseinheit, die sitzt hier unter dem Dashboard und die ist echt schwierig rauszukriegen. Ich hoffe nicht, dass das das Teil ist überhaupt. Und ja, dann ist vorne noch was, und zwar ist die Klappe vorne auf der linken Seite, die Lüftungsklappe, die sich im Winter schließt und im Sommer aufmacht. Die muss ich bei mir öfters aufmachen, aber auf der linken Seite ist die Lüftungsklappe zu. Da sollen sie auch mal nachgucken. Aber für mich geht es eigentlich nur tatsächlich um die Federung, Luftfederung. Die macht immer noch einen Error von Zeit zu Zeit und das müssen wir eliminieren. Und da wollen wir genau wissen, was ist. Mal sehen, ob die Leute von Tesla da Ahnung haben. Eigentlich brauchen sie nur ein Messgerät dranhängen, wenn da welche Sensoren sind. Und das wollen wir herausfinden. Mal sehen. Ich werde euch updaten. Ja, jetzt mussten wir Tesla verlassen und ich habe Ihnen nochmal erklärt, das Problem mit der Luftfederung. Wir haben ja schon alles ausgetauscht, die ganzen Teile, habe ich ihm gesagt, was wir ausgetauscht hatten, und dass die bitte auch nachschauen sollen, ob irgendwelche Sensoren nicht defekt sind. Die müssen jetzt leider den Fehler ausfinden. Das will ich nicht extra noch JJ machen lassen. Der hat auch wenig Zeit. Und wenn wir den Fehler ausgefunden haben, dann können wir den Fehler dazu beheben, bestellen die Teile und dann bringe ich darüber auch noch ein Video. Das zweite ist, dass die heißen Louvers auf Englisch, das sind so eine Lüftungsklappen, die unten am Fahrzeug sind, so ein Einlass. Und die Lüftungsklappen korrigieren sich. Bei warmem Wetter klappen die auf, bei kaltem Wetter gehen die zu. Und das macht es dann möglich, dass das Auto entsprechend gekühlt wird. Und wenn meine Garage warm ist und die Lüftungsklappe ist zu, dann läuft der Ventilator oder läuft das ganze Ding andauernd. Verbraucht natürlich extra Strom, muss nicht sein. Hier in Phoenix ist immer noch heiß. Das wird immer noch ca. 45 Grad, glaube ich, die nächsten Tage. Dann habe ich den Leuten auch noch gesagt, hey, gib mir mal eine Quote dafür, für diese Klappen dafür. Die Quote war natürlich, also die geschätzte Reparatur war natürlich lächerlich teuer, über knapp an die $500. Und dann sollen die mir lieber die Partnummer oder die Materialnummer raus für den Actuator, Klappen, also für die Elektromagnete, die diese Klappen betätigen. Und dann lasse ich das auch den JJ machen. Aber da müssen wir mal rausfinden. Jetzt habe ich den noch darum gebeten, dass sie mir auf der linken Seite einfach die Klappe aufmachen. Weil hier werden eigentlich kaum tiefe Temperaturen sein in Arizona. Wenn das mal hier an den Gefrierpunkt ist, irgendwann in der Nacht, und mein Wagen steht ja eh in der Garage drin, dann ist das schon viel. Also ich habe gesagt, lass einfach die Klappen auf. Vor allem bei der Hitze müssen die Klappen eigentlich permanent auf sein. Und gut,
Da mussten sie mal fragen, ob sie die Klappen überhaupt aufmachen dürfen. Und da meinten sie zu mir, ja, wenn das der Techniker da nicht machen könnte, dann könnte ja auch JJ die Klappen aufmachen. Ja, vielleicht sollten sie da lieber die Klappe gehalten haben, möchte ich mal sagen. Weil das ist keine Idee, die Leute direkt zu einer anderen Party oder zu einem anderen Reparaturmann zu schicken. Ja, aber alle kannten den JJ, der hat nämlich schon mal mit denen alle zusammen gearbeitet. Ja, was dann? Dann habe ich denen gesagt, Leute, es ist hier sehr heiß. Ich habe jetzt dieses Overheat Protection, also die Überhitzungsverhinderung eingeschaltet. Das geht aber nur bis 20%. Wenn da auch 20% von der Batterie runter ist, dann reguliert er nicht mehr. Ich möchte nicht, dass der, dass die MCU, dieser große Screen da, dass der verschmort wird. Wenn das nämlich zu heiß wird, das ist ein richtiger Computer im Auto, kann das Ding verbrennen, sozusagen. Wenn das hier über 50 Grad ist und so elektrische Komponenten sind dafür nicht gebaut, dann kann das Ding verschmelzen. Also habe ich denen gesagt, Leute, seht mir dazu, dass das Ding drinne ist oder im Schatten steht oder dass das Ding geladen ist, dass es immer kühlen kann. Und ich hoffe, dass sie mir da keinen Fehler machen und das Ding verschmoren. Dann habe ich nämlich noch ein Problem damit. Und das habe ich denen jetzt mitgeteilt. Das mache ich jetzt auch auf Videorecording, damit die Leute mir da keine Ausrede haben, dass das nicht funktioniert. Und leider kann ich das nicht überprüfen, weil wenn der Wagen nämlich in Service-Mode ist, dann kann ich die Temperatur nicht sehen von dem Fahrzeug. Und ich mache mal sehen, wie lange das dauert. Es soll etwas kühler werden zum Wochenende, das ist ein Glück für mich, aber es geht dann wieder hoch. Leider müssen die Leute, wir haben jetzt hier Labor Day Weekends, also Tag der Arbeit, das ist immer am ersten Montag im September, und die müssen leider auch am Montag arbeiten, an einem Feiertag, weil sie so viel zu tun haben. Okay, dann ist mir noch aufgefallen, dass für Fahrzeuge, die nicht mehr unter Garantie stehen, hat Tesla jetzt gesagt, sie werden keinen Loaner mehr stellen. Und das ist ein großer Fehler. Weil ich habe schon mal ein Fahrzeug, was ich unter, weiß nicht, ob das unter Garantie war oder nicht, aber ich habe schon mal einen für meinen Model S, wo der in Reparatur war, einen Loaner bekommen, also ein Ausleihfahrzeug bekommen. Das war ein Model X. Das fand ich so gut, dass ich dann ein Model X gekauft habe. Und diese Chance, die vermasseln sie sich. Da sind nämlich Kunden, die reinkommen, bei denen ist die Garantie ausgelaufen, die haben eine Reparatur zu machen. Die könnten ja auch sagen, ja, weißt du was, ich hole mir jetzt einfach ein neues Auto und ich gebe das Auto hier in Zahlung und dann hole ich mir das neue Auto davon. Das finde ich ja viel besser. Und diese Chance, die nehmen sie nicht mehr und die nehmen sie nicht wahr. Und das ist ein bisschen eine Dummheit von denen. Das hätten sie machen sollen. Naja, kann ich nicht ändern. Okay, bis dann erstmal. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Okay, jetzt, da sind wir jetzt und ich habe mein Auto wieder zurückbekommen von Tesla. Die haben das draußen stehen gelassen. Wir haben einen riesen Sturm gehabt und draußen stehen gelassen. Das sieht aus wie Sau. Waschen ist schon lange nicht mehr. Aufladen auch nicht mehr. Jetzt bin ich hier im Supercharger und lade den Wagen auf. Was war zu reparieren daran? Die Struts vorne, die haben wir ausgetauscht und hinten auch. Ich hatte so eine immer zwischenzeitliches System, wo die Message hochkam. Und die sollten mal rausfinden, was das war. Haben sie natürlich nicht. Die haben gesagt, also die vorne, die Stoßdämpfer vorne, die müssten ausgetauscht werden. Dummerweise hatte ich die ja schon ausgetauscht. Und die sagen, ja, das funktioniert nicht und so weiter. Und dafür wollten sie mir $3,385 berechnen, um die auszutauschen. Ja, wisst ihr, wie viel die kosten? Die kosten $700 im Verkauf übers Internet. Und das Einbauen kostet vielleicht, ich würde mal sagen, höchstens $300. Also, die wollten mir mehr als dreimal so viel berechnen. Und das ist ein älteres Auto. Und da habe ich gesagt, also, kannst du vergessen, das braucht er nicht machen. Und dann haben wir hier diese Öffnungsklappen hier. Die sollten sie mir aufmachen. Das sind die Louvers, heißen die. Das sind Öffnungsklappen. Die sind hier zu.
Da habe ich eine Message gekriegt, wenn man den in das Service reingeht. Die sind auf der Seite offen, da arbeiten sie auch, da ziehen sie ran. Auf der anderen Seite sind sie zu und das ist das Problem. Wenn die hier zu sind, dann können die nicht mehr richtig coolen. Ich wollte nur, dass die nach offen, nach aufstellen, konnten sie nicht machen, wollten sie nicht machen. Okay, haben sie natürlich leider auch keine gute Kritik von mir gekriegt, als sie mich gefragt haben. Dann das andere, habe ich gerade gesehen, guckt euch das mal an. Hier ist ein Supercharger von The Inside. Ja, da ist er. Der wird nämlich gerade repariert und hier werden ein paar Teile ausgetauscht. Und dann ist noch was. Wir sind hier am Wochenende und an dem Wochenende für Labor Day. Und manche Stellen, Supercharger, die hier sehr hoch benutzt werden, da schicken sie Marshalls hin. Und die sind da im Hintergrund bei mir. Wir haben so ein kleines Zelt. Getränke dürfen die nicht austeilen, das ist gesetzlich nicht möglich. Aber wir sorgen dafür, damit sich hier keiner vordränge, damit alles geregelt abgeht. Und das ist in Ordnung, finde ich auch in Ordnung. Dass wir das machen, finde ich sogar doll. Also finde ich ganz schön stark. Die Idee wäre gewesen, hier was zu verkaufen, aber die Mall hier, die wollen dafür Geld haben, wenn du hier was verkaufst. Und die wollen auch zu, also wir wollen an dem Gewinn dran beteiligt sein. Also, hier ist nochmal, das ist der Supercharger von The Inside. Der wird gerade repariert. Ja, okay, das war's. Ich habe mein Auto wieder zurück. Wir haben nichts mehr reparieren lassen. Ich fahre den Wagen jetzt einfach weiter und dann ist es in Ordnung. Dann sollen mich nicht mehr nerven mit dem Ding. Haben den Fehler nicht rausgefunden. Kann ich auch nicht. Ja, ich glaube, Tesla will mich von den Superchargern loswerden, weil ich habe, das ist der dritte Store, den ich gewechselt habe. Und er hat geguckt hier, dass der die Dinger hier repariert. Da habe ich ihn gefragt, sag mal, ob er das mal auf Kamera sagen könnte. Und da meinte er, nee, dürfte er nicht. Und, aber er sagt, die Supercharger, die hat mich jedes Mal rausgeschmissen, weil ich schon zu 90% geladen bin. Stimmt ja gar nicht. Ich war noch nicht mehr 50% geladen. Der hat ja bei 40% hat er mich rausgeschmissen. Dann bin ich einmal darüber. Dann hat er bei 50% rausgeschmissen. Bin ich wieder, habe einen anderen Charger genommen. Und ich weiß es nicht. Ich glaube, Tesla will mich loswerden. Die wollen keine Leute mehr am Supercharger, die hier umsonst laden. Und also kostenlos laden. Na, jetzt habe ich es wieder eingestöpselt und jetzt lädt er wieder. Okay, mal sehen, was dabei rauskommt. Ansonsten natürlich Daumen nach oben, abonnieren. Man hat hier immer Abenteuer mit Tesla. Vor allen Dingen, wenn man ein bisschen ältere Fahrzeuge hat. Bis dann. Ciao, ciao.